Name ist Angela Ostenrieder und ich befinde mich in den Ausstellungsräumen, die einigen der Literaten, die in Kaufbeuren geboren wurden, gewidmet sind. Ich erzähle Ihnen von einer bemerkenswerten Frau, die als Marie-Sophie Gutermann im 18. Jahrhundert geboren wurde. Ihr Vater war Arzt und legte großen Wert auf die für diese Zeit typische Mädchenerziehung. Nach ihrer Einführung in die Gesellschaft verlobte sie sich mit einem italienischen Arzt und Gelehrten. Leider wurde nichts aufgrund der verschiedenen Konfessionen aus dieser Heirat. Später verlobte sie sich erneut, diesmal in ihren Vetter, den Dichter Christoph Martin Wieland. Auch diese Beziehung scheiterte aufgrund der räumlichen Trennung, die sein Studium mit sich brachte. Schlussendlich heiratete sie den Hofrat Georg Michael Frank von La Roche und wurde die heute bekannte Sophie von La Roche. Sie bekam 8 Kinder und als Gesellschafterin im Schloss ihres Schwiegervaters verfasste sie die Hofkorrespondenz. Dabei entdeckte sie ihre kreative literarische Begabung und begann, Erinnerungsbücher, Reisejournale und einen empfindsamen Roman zu schreiben. Ihr Mann stieg beruflich auf und wurde Geheimrat in Koblenz. Dort unterhielt Sophie von La Roche einen literarischen Salon. Zu ihren Freunden zählten Schiller und Goethe. Zu dieser Zeit traf sie auch wieder auf ihren Vetter Wieland, der zeitlebens ihr größter Bewunderer und Förderer blieb. Er brachte ihren ersten Roman Geschichte des Fräuleins von Sternheim unter seinem Namen heraus mit großem Erfolg, zu dem sich Sophie von La Roche später als wahre Autorin bekannte. Als ihr Mann Kritik übte an Adel und Mönchswesen, entließ ihn der Kurfürst und der elegante Kreis der von La Roche endete je. Wenige Jahre später verstarb ihr Mann. Als Witwe brachte sie trotz der gesellschaftlichen Barrieren das erste Aufklärungs- und Bildungsmagazin für Frauen Pomona heraus. Es stand im starken Kontrast zu den Mode- und Handarbeitsjournalen jener Zeit. Als Autorin unzähliger literarischer Werke schaffte sie es zudem, ihre Familie zu ernähren. Ich persönlich finde es bemerkenswert, dass sie als die erste finanziell unabhängige Berufsschriftstellerin in Deutschland gilt. In einem ihrer autobiografischen Bücher beschreibt sie, dass sie in den Anfängen immer einen Stickrahmen in ihrer Schreibtischschublade bereithielt, um ihn herauszuziehen, wenn jemand das Zimmer betrat. Sophie von La Roche starb mit 76 Jahren in Offenbach am Main.